Jeder ahnt so. Das ist ja auch nicht schwierig. Ist es aber Fäulnis? Ich leg mir schon mal Flamme heile mich auf dem Dings hier. Ja, mach das mal. Oh ja, cool, es ist Fäulnis. Das ist ja absolut fantastisch. Gibt es hier irgendwo Orte, wo keine Fäulnis ist? Ja, hier. Aber jetzt. Warte mal, was ist denn der Spell? Ja, warte mal, lass uns nochmal dahin porten. Ich hab's auch verzockt und hab eine Estus genommen. Man wird die, glaube ich, hier alle brauchen. Lass uns noch mal kurz. Du kannst nicht porten. Ach, fuck. Ja, okay. Ja, dann einfach durch und den Ding die ganze Zeit machen. Zelda. Ja, ich hatte gerade mein Dings nicht in der Hand und bin dann halt in dieses. Ach man, es ist doch ein. Ach, das ist. Alexander, ich hab keine Lust mehr. Mach jetzt Schluss. Ich krieg diese Dinger laufen. Die sind böse. Ja, das sagst du so einfach. In Dark Souls 3 konntest du durch den Sumpf schneller kommen, also durch dieses Slowwalk-Zeug, indem du einen Weapon-Art von einem Dolch genommen hast. Ja, ich weiß. Der schnelle Step da. Habe ich irgendwas, was besonders viel. Was braucht man denn für gegen Scharlachfäule? Also, wir haben doch gerade was gefunden, irgendein Artefakt dafür, oder nicht? Immunität, ja. Ja, das lege ich mal eben an hier. Das ist smart. Jetzt kriege ich hier gleich einen kompletten Harry. Fokus, die Lebenskraft, das bringt mir, glaube ich, nichts. Immunität ist, glaube ich, das Richtige, oder? Richtiges Stat. Ja, da stand doch dran, dass das ging. Ja, das ist, wenn du es anlegst, kriegst du auch Scharlachfäule. Ja. Also, halt, du hast dann. Okay, ich habe das Item da in der Ecke schon geholt. Ich warte ja im Festland auf dich und cheer dich an. Mm. Winken mal gemacht, vielleicht hilft dir das. So, ach, das Item da hinten, ja. Achso, ich krieg das trotzdem den Scheiß. Na gut, dann. Ja, das tickert halt hoch, weil du gerollt bist wahrscheinlich. Weiter. Und du kannst ja einfach immer wieder machen. Ja, du kannst hier so ein bisschen an den Steinen ranspringen, ja, dann ist irgendwie ganz geil. Na ja, okay, gut. Also mit dem Spell ist es absolut angenehm, muss ich sagen. Davor ist es halt die Hölle, weil du halt so unter Zeitdruck bist. So, jetzt kommt man da runter und da ist so ein Pilzmagier rechts, glaube ich. Nein, noch hier links runter, aber da rutscht man dann runter. Das ist ziemlich zum Kotzen. Also hier gerade drauf und dann würde ich gerne dieses Item holen. Ich glaube, das ist irgendein epischer Bogen. Ich springe jetzt da mal kurz hin. Ja, ist ein epischer Bogen. Cool. Gut, dass ich den in meinen Dexrand nie gefunden habe. Warum stehen hier eigentlich so. Mal kurz gucken, ob tote hier, was hier noch ist. Nee, nix eigentlich, oder? Da geht's da noch durch. Ich glaube nicht. Schlangenbogen. Ja. Ich glaube, das war's einfach hier. Nee. Ist mir immer noch unerklärlich, warum diese verlassene Höhle verlassen ist. Mhm. Ah, Ratten. Das sind Scharlachratten, also. Ratten sozusagen. Na, ich meine, was soll es doch sonst sein? Ne? Das ist natürlich. Ach, siehst du, was ich hier noch zaubern könnte, ist. Warte mal, hier, oder hier. Ich habe zu viel Zaubersprüche. Ich bräuchte irgendwie bessere, damit die weniger Slots brauchen. Au. Sind es viele Schlatten? Immer nur zwei. Feuerfett. So, und jetzt geht es hier einfach weiter. Jo. Traum, wie oft bin ich denn hier gestorben? Ey, es ist eine Scharlachblume. Ja. Für alle echt. Weißt du, was die gute Nachricht ist? Sie haben gleichzeitig noch einen Giftangriff. Ah, nee, die Magier da oben haben einen Giftangriff. Ja. Nee. Achso, Scharlachfäule. Okay, natürlich logisch. Habe ich jetzt natürlich schon was gekriegt. Hätte man hier von AOE halt. Ach ja, den hab ich. Hier fliegt gerade so viel Zeug durch die Gegend, dass ich das leider nicht sehe. Ah, ich muss nur, dass diese Magier da oben killen. Ich geh da mal kurz hin. Die sind doch nicht mehr oben, die sind nur bei uns hier. Okay, ich muss mich kurz healen. Ja. Oh Gott, Achtung. Ja, das wird aber nicht bei uns runterkommen. Ja. Ich werf die jetzt mal ab, ja. Mit dem Zeug. Aber ist trotzdem eine Pflanze, ne? Auch ja. Wenn sie aus. Aus purem Scharlach ist. Zack.
Würsten da. Das Schöne nämlich, dass sie auch von Scharlach brennt, ne? Also von der schwarzen Flamme der Einsicht. So, den Rest kriegen wir doch mal da hin. Schwarze Flamme der überlegenen Überzeugungskraft. 568 Schaden und 5 Giftblüten gibt's für den Aufwand. So, was ist denn jetzt die Signifikanz daraus, dass jetzt hier unten hier zigtausend tote Jungfrauen stehen? Oder kaputt? Wie komme ich da oben an das Item ran? Ich glaube, die Signifikanz ist, dass diese Höhle war so abgefuckter Shit, dass es sogar denen hier zu dumm wurde. Achso, man kann ja mit die Jungfrauen hochspringen. Na gut. Schlangenzahn. Was? Giftwaffe, glaube ich. Giftdolch oder so? Nicht mehr recht in Sinne. Nee, es ist eine Kralle. Ach, das Ding, ja. Die macht Vergiftung natürlich, hab ich schon angefangen, aber Stärke und Geschicklichkeit, Scaling. Eine der Arenenwaffen entworfenen Waffen von den Hydulanten verwendet, die aus dem Kolosseum verbannt wurde. Der schwarze Zangenhahn des bronzenen Schlangenkopfs ist mit einem tödlichen Gift überzogen. Schnellschritt. Also siehst du, das Ding kann zum Beispiel das Talent. So, jetzt gucken wir mal kurz nochmal diesen lustigen legendären Schlangenbogen an, der übrigens mit Arkan skaliert. Das kann doch nicht wahr sein! Wieso? Ich hab doch einen Geschicklichkeits-Arkan-Char gespielt und hab diesen scheiß Bogen nie gefunden, weil er hier in der letzten Höhle liegt. Du bist sehr sauer. Was soll denn das? Wirklich. Ich hab für den Job gewesen, oder wie? Ja, ich hab die ganze Zeit einen Bogen gesucht. Ich hatte nur so einen komischen langen Bogen. War das Beste, was ich jemals gesehen habe. Und jetzt was? Verleiht mit heidnischer Magie abgefeuerten Pfeilen Giftschaden, aber sein wahrer Wert zeigt sich, wenn ihr mit Gift erfüllten Pfeilen schießt. Nur besser wäre nur noch ein Blutungsbogen gewesen. Mhm. Die wollen mich doch alle verarschen hier. Ganz sicher. Vor allen Dingen in so einer Höhle hier, die wirklich am Arsch der Welt klebt, wo ja wirklich niemand vorbeikommt. Was hast du, Jan? Alter. Ach stimmt, das heißt, wir werden große Probleme haben, sobald wir hier im Jan-freien Gebiet sind, ne? Was ist das denn? Achso, schon wieder ein Scharlach, ein reinvoller Ritter. Der ist stark, Achtung. Ja, wofür rolle ich eigentlich? Ey, guck mal, cool Scharlach-Feuer. Natürlich. Ach, es sind zwei. Ja, das macht es natürlich noch viel besser. Was, erinnerst du dich noch, als ich gesagt habe, den gibt es auch mit zwei? Hm. Jo, ja. Achso, auf den Sichel zu werfen war jetzt ein bisschen doof, der ist ja schon... Obwohl der Sichel macht halt die ganze Zeit den Fernkampf hier. Der andere chillt zum Glück gerade hart. Ja. Also jetzt nicht mehr, aber... Lass mich kurz healen, ja? Ich glaube, ich könnte ihn gerade... Nee. Jetzt weiß. Ja gut. Wenn du Gelegenheit hast, diesen Laser rauszukriegen, ist das tatsächlich Goldskarapeus. Hey, let's go. Also was macht der denn Schönes? gewährt euch mehr Runen vom besiegten Gegner. Die Gier. Ich wusste, dass du dich ärgern würdest, wenn du diese Höhle nicht gefunden hattest. Aber die ist auch sauschwer. Ja. Yeah. Ja, die ist schon, vom Loot her ist hier schon ganz gut, sage ich mal, ne? Mhm. Was war denn jetzt eigentlich mein dritter Talisman, nicht sonst? Wir müssen übrigens ganz schnell eigentlich mal kurz nach Lane der durchrennen und Godfrey legen. Warum? Achso, wegen dem Slot. Na, ja. Als Morgott. Oder was Godfrey der denn gibt? Nee, Morgott müssen wir ja nicht, weil Godfrey ist ja zum Glück im Raum davor. So. Ja, aber dann damit es... drei weiter schon gemacht, da stehe ich jetzt nicht so drauf. Wir müssen nur zu Gottfried durch, da war auch kein Gegner vor. Du musst ja nur den Baum hochklappeln und dann wieder runter. Dann bist du ja quasi da. Fuck you, verlassene Höhle, by the way. So. Ja gut, die haben wir denn auch. Auf zum schwelenden Wald zurück. Schwelen. Ja, also die verlassene Höhle, die war something. Also... Tatsächlich war es mit dem Spell dann schon irgendwie jetzt okay. Also ohne. Ja, zu zweit ging es jetzt eigentlich, aber. Irgendwie. Ja, ohne diesen Quatsch Heal-Spell hast du halt permanent Scharlach voll drin und krebst immer so am. Schon mit einem Fuß schon im Sarg rum und versuchst die Gegner noch zu töten, während du Scharlach voll hast. Das ist.
Ja, oder du verbrauchst halt alle Boli. Dadurch, dass diese Globuli da halt auch die absolute Mangelware sind, weil du kannst die auch nicht nachstellen, sind die halt auch recht schnell alle. Ja, ganz genau. Ne? Weil ich glaube, wir brauchen Kopf der Libelle und halt in meinem Fall die komische Herbe hatte ich auch nicht so viel. Da bist du dann halt recht schnell arm. Ja, da vorne ist ein Larger. Die kosten taubenetzte Herber, Bullshit easy, Kristallhöhlenmoos, das gibt's erst in Leonia, deswegen hatten wir das nie, und Sakramentknospen. Also die Sakramentknospen ist halt ein Unique-Item, das gibt's nur begrenzt oft. Der Rest respawn, also diese taubenetzten Herber, pfff, okay. Kristallhöhlenmoos habe ich jetzt nicht so viel zum Beispiel, aber ich könnte jetzt... Ja, einen neuen herstellen. Wenn wir ein bisschen Sakramentknospen finden, können wir 30 herstellen. Aber sehr egal, wir brauchen so Energie. Ja, aber die Sakramentknospen sind aber, glaube ich, ein nachwachsender Rohstoff. Nee. Die gab es oben bei der Kirche, da bei der Kirche von Millicent, Kirche der Seuche. Da haben wir die im Garten gepflückt. Ja, das ist ja natürlich sehr passend. Bist du sicher, dass es die nicht irgendwo unendlich viel gibt? Nee. Also gibt's nicht. Wenn dann in mich den hinteren Gebieten, wo ich noch nicht war, aber bis dahin nicht. Mich verwirrt das Rezept gerade, weil ich hatte... Ich hätte schwören können, meine Mangelware waren halt die... Was waren das? Diese Libellenköpfe habe ich gebraucht. Vielleicht waren das die Anti-Gift-Dinger? Die brauchen nicht, ich glaube, das waren die. Ui, das kann sein, aber warum habe ich denn... Aber Anti-Gift ist ja eigentlich noch nie so mein Problem gewesen. So, jetzt droppt dein Hut. Das wäre nicht sehr passend. Hättest du den blauen, ich hätte den roten Hut. Aber schön. Aber der droppt nichts. Das hat nicht sein sollen. Ja, die müsste man auch mal farmen, diese Ritter. Ich finde die so cool, diese Sets von denen. Ich habe einen Radar in Wappenrock gefunden. Aber halt nur von den normalen, ne? Wo man das Ei. Naja, sieht jetzt so medium aus. Oder ist hier nicht in der Nähe irgendwo so eine Festung? Ach, da vorne ist die Festung, genau, ich erinnere mich. Gell. Da müssen wir hin zu der Festung, da gibt's irgendwas. Wir können jetzt sofort den Geldtunnel machen. Ich würde sagen, wir machen die Tiefebene mal hier, oder? Jetzt erstmal. Ja. Ach genau, die Festung hat einen Teleporter direkt zum Schloss rüber. So war. Genau, ja. Wir können auch, müssen auch auf diese Dinger da drauf, weil auf jedem von diesen Bergen da mit dem Scharlach gibt es irgendein geiles Item. Ich glaube, entweder super hochlevelige Runen oder irgendwie krasse Schmiedestein oder so. Da würde ich super gerne hochlevelige Runen, wir waren in Lendell. Ich habe in meinem Inventar irgendeine scheiß Fürstenrune, die 15.000 bringt. Ja, okay, okay. Aber dann mal gucken, weil ich weiß nicht mehr, was da gab, aber es waren jeweils ein gutes Item. Oh. Das habe ich komplett verpasst. Ah, sehr schön. Gute Geräusch von Geten auf. Was auch immer das hier ist. Fäulnis. Ja, absolut herrlich. Wieder ein. Das ist, glaube ich, schon über die Fäulnis hinaus, weil das war mal irgendwann faulen, jetzt nicht mehr. So, hier ist auf jeden Fall so ein Vogel des Vergessens. Ich guck mal, wie die auf Eis reagieren. Mach ich mit. So mittel. Au. Ja, wie lag ich dumm in so einer Kuhle? Hatte kurz ein bisschen gekillt. Ja, hau die. Du darfst ihn gleich nochmal töten. Ja, ich würde eben von diesem Turm hier runtergehen. Zumindest ein Stück weit. Ja. Bist du jetzt überhaupt? Ach, da. Rechts. Ach, du bist ja gerade ganz nah. Ich sehe dich ja sogar. Oh. So, dann setze ich mich immer wieder hin. Oh. Aber da war jetzt oben nichts, oder? Eine Runde 9 war da. Na, dann müssen wir da nochmal hin. Hilft ja alles nichts. Ich hab's schon geholt, weil ich neugierig war, was es war. Oh nein, Neugier. Du weißt doch, Curiosity kills the cat. Fern. Hat sich Kopf immer die Hackmaschine geworfen. Katze. So, hab alles, wir können weiter. Ah! Wir geben über 1000 Seelen, wir machen den fertig. Au. Ja, siehst du, so geht's mir auch. Ich hing dann, weil das hier auch so komplett unbe... Ach, mein Spiel ist rausgetappt, ich kann nicht klicken. Irgendwie. Oh, das kenne ich, das habe ich manchmal, dass ich nur mit der Maus drücken kann, statt. Man ist natürlich auch eine sehr unehrner. Also die stammen sowas von den Schreckensvögeln ab. Das ist ja genau der Move, den die Schreckensvögel auch machen, ne? Schreckensvögel eigentlich. Ja, die Todesvögel. Ach so, die Bossvögels. Ja. Ja, gut möglich. Wenn das hier irgendwie flaches Gelände wäre. Alter! Wäre das hier irgendwie noch möglich, ja? Kann ich bitte absitzen? Hallo? Danke.
Irgendwas stirbt da unten gerade im Tal und nimmt irgendwie Schaden. Aber es muss unendlich viele Lebenspunkte haben, wenn es von 704 der Balken sich nicht bewegt. Ja. Siehst du das? Jetzt nicht mehr. Ich wurde der Drache gehauen von irgendwas. Den haben wir bereits getötet. Gibt's hier? Nö, hier gibt's gar keine Drachen mehr. Wir haben uns mittlerweile um alle Drachen gekümmert, die da sind. So, da hinten ist der nächste Vogel. Da vorne sind noch Ruinen und waren wir da schon bei den Ruinen? Nee, die Ruinen, da gibt's das beste Katana am Spiel. Da hab ich's her. Alter. Oh, mit guten Schaden. Seine Schnattrigkeit hier. Achtung, der ist nicht gestaggert. Er deutet das nur an. Ja. Er faked. Richtig. Das ist ja schon gemein. Richtig miese Vögel. Also wirklich. Da sind sie ja noch zigtausend von diesen komischen Leichen. Also die kann ich. Da bin ich komplett vorbeigerannt an der Bande. Da sind ganz viele Adern. Letter. Ah, der Vogel kommt zu mir. Ja, das ist gut, weil hier unten sind tatsächlich Wege. Alter. Hallo, das ist so ein bisschen deprimiert. Hallo! Ich roll doch weg! Hallo! Der redet nicht mit mir, der Vogel! Alex, tu doch was! Der Vogel ist gemein. Darf der nicht. Das hasse ich ja. Du rollst weg und kriegst dann trotzdem Damage. Das sind diese Sachen, die so dreimal dich angreifen. Und dann statt, dass es mit einem Schlag so viel Schaden macht, nimmst du halt dreimal und kannst nicht ausweichen. Warum stehst du jetzt eigentlich hier? Ich hab auch nicht gewartet. Hast du das? Ich wusste, dass du resetten wirst, deswegen wollte ich da nicht wieder direkt von Monsieur da angegangen werden. Ich bin weggerollt, wurde nochmal getroffen, bin weggerollt, wurde nochmal getroffen. Gleichzeitig, das ist schlecht. Drei gleichzeitig. Na. Sehr schlecht. Alter, Vogel, bleib doch mal stehen. Ach, du wirst von mehreren Seiten angevogelt. Ja, ich vertraue darauf. Aha! Au, 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 au. Au. Ja, der Vogel war jetzt tatsächlich down. Der spinnt. Töte ihn. Ich kann nicht, weil ich angevogelt bin. Hast du noch einen? Hä? Haben wir nicht gerade einen Vogel getötet? Vielleicht gibt es noch einen. Aber die haben sich gegenseitig gekillt. Was mit dem? Ah Gott. Hilfe. So, ich konnte einen Vogel besiegen. Ja. Der hier sieht noch sehr frisch aus. Ja, den musst du nur wegrennen vor den anderen zwei. Die wollten mich nicht so recht lassen. Alter. Wir. Das machen wir jetzt so. Gut. Sachen. Alter. Wie wegelt's? Selten was Schlimmeres erlebt. Ja, die gibt's halt nochmal in richtig übel, gibt's die nochmal im Blutpalast. Und da habe ich die echt hassen gelernt. Also ich habe sie einfach ignoriert. Ich hab einfach keinen Bock mehr hatte, gegen diese Vögel zu kämpfen. Wir machen sie alle fertig. Weit. Ah, ich weiß nicht. Fünfer. Nice. Ja, ich müsste mal bei Gelegenheit, wenn wir an irgendeinem Leuchtfeuer tatsächlich sitzen, mal zu IG. Ich glaube, ich habe jetzt genug Vierersteine, um mein Sidearm-Schwert mal zu upgraden. Ach, das ist ja noch so ein Vogel. Ach, guck mal, nach der verlassenen Höhle jetzt die verlorenen Ruinen. Ah, warte. Jetzt aber kurz stillhalten. Das nicht stillhalten, das ist rumkicken. Vielleicht denkt er, dass du eine Stange bist. Vielleicht, ja. Au. Wirf doch jetzt. Totmatz, so. Jetzt hab ich dich. Totmatz? Ja, 2100 Seelen ist schon ordentlich eigentlich. Kann man so machen, ne? Ich habe jetzt noch den Gier-Talisman drin. Auch noch. Ja, klar. Ich weiß nicht, was ich vorhin für Talisman da drin hatte. Dann habe ich auch keine Ahnung, was ich jetzt verloren habe. Da ist noch ein Vogel über uns. War noch einer. Also nicht den anderen auch noch holen? Über dir ist noch einer. Reagiert er auf Bewegung? Ist der wie so ein Raptor? Vielleicht, ja.
gerade. Das war ein bisschen kurz. Au. Ach, schön, dass es uns auch mal beide trifft. Alter, Alex, ich werde sterben. Wenn der Vogel so lächerlich viel Reichweite hat. Schaden macht der Blitz. Halt doch mal, würde mit so einer großen Schnabel das Vieh. Kill it. I did. Yes. Naja. Der andere muss auch noch gepult werden. Dann haben wir es aber mit den Fakels hier. Ja. Ja gut, wenn er allein ist, muss man nicht pullen. Ist das da oben? Ach, das ist hier beim Balkon. Nee, ist das hier der. Nee, hä? Doch, genau, das ist die Viecher vom Balkon. Das ist genau der vom Balkon. Ja. Hier ist auch der Keller. Da gibt's hier gar nicht das Katana, sondern das St. Trina-Schwert. Muss ich mal ausprobieren. Das sind hier auch die St. Trinas Lilien. Ja, dann ist wahrscheinlich St. Trinas Schwert tatsächlich. Ja, mal sehen, was hier. Obwohl, wenn so ein Dinger sind, dann ist ja meistens kein Boss drin. Schlafschwert. Im Kampf gegen Schlappen. Schwerversorgung. Sag mir, dass es ein heiliges Schwert ist. Magic, glaube ich. Na, Weisheit. Ah. Silberschwert erklärt, ja, St. Trina schläft halt Gegner ein. St. Trina ist ein Rätsel. Manche halten Trina für ein hübsches junges Mädchen, andere sagen, Trina wäre ein Junge. Eins ist sicher: Trina verschwand eben so schnell, wie er oder sie erschienen war. Nebel des Schlafs. Ich glaube, das ist ziemlich cool, das würde ich mal plussen, das Ding. Ich werde ausprobieren. Na, bitte eh nur mit einem, also man kann gemütlich 5 oder 6 Waffen auf 10 bringen. Ah, okay. Also ich würde es halt einfach alle auf 9 machen, verfahren. Nee, es gibt gegen. Also du kriegst sogar noch eine Klangperle für die 9er-Dinger. Also das 9 geht auf jeden Fall. Moment. Und von den Dunkelzahn-Dingern hier, die du brauchst für Level 10, habe ich auch ziemlich viele gefunden. Das ist. Ich glaube, ich habe keine Waffe, die ich nicht auf 10 gebracht habe. Die ich auf 10 bringen wollte. Ein durstiges Hühnchen, so. Haben wir's. Die Qual hat ein Ende. Naja, Kelt ist noch groß. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass das hier jetzt vorbei ist. Die Qual hat temporär Pause. Hier oben sind Gräber? Weiß ich nicht. Waren wir bei diesen Gräbern hier schon? Ne, hier sind noch Gräber, wo wir noch nicht waren. Ja, sind genau, da drunter ist der Geldtunnel oder die Ecke und so. Lass mich hier noch kurz ein bisschen gucken, ob hier noch gibt. Ja, ich. Ja, jetzt, das lohnt auch überhaupt nicht. Das sind 2er und 1er Runen. Glaub ich, glaube, eine 3er war es auch. Und halt Schleims. Da kommen wir egal, sind. Hier müsste noch der dicke Bosshund sein. Und sonst gibt es hier, glaube ich, nichts mehr. Ah. Aber der gab richtig viel Asche. Der lohnt sich tatsächlich. Asche. So. Kriegsasche. Geld. Euros. Euros. Dicker Bosshund. Jetzt wieder mit Laser öffnen. Ja. Nein, mach doch den. Ach, dieser Spell ist einfach herrlich. 375. Ne, da gab's noch schon. Hallo? Okay. Der hat so rote Augen. Irgendwas Besonderes konnte der. Ja, der ist stärker. Wahrscheinlich wir wollen, wir wollen die mit den goldenen Augen haben. Ja, ich weiß. Die bringen mehr Geld. So, was war hier noch? Das sind die Ruinen von Calum in Calit. Okay, also Justus. Toll. Ja. Dann ist noch so eine Prozession von Monkeys. Ich box die einmal für Fahne, dann können wir weiter. Zur Festung Rotmähne, die so heißt sie nicht, aber. Geld. Heißt sie so? Hm. Gibt den Geld von der Festung Geld. Ach so, ja, das klingt ja absolut logisch. Ja, the more you know. Toll. Wo bist du? Direkt hinter dir. Ach, du. Eventuell siehst du mein Pferd nicht. Ich habe mich nach hinten geguckt. Ich wollte hier so. Ruhen einsammeln und den Schleim dodgen, die hier rumnerven. Ja, hier hinten ist so ein Lager von so ein paar. Ja, genau, da ist auch eine. Müsste eine Gnade unten sein. Wenn wir jetzt hier runterspringen, genau wo ich bin. Dann kommen wir genau auf das Geld-Ding drauf, aber du bist ja wesentlich auch schon da. Ja, nicht. Also eine Gnade ist hier vorne an der Höhle. Ich bin hier gerade bei den Bergleuten. Lugomat, der die gerade boxt. Lass mich zum Doc sprechen. Warte, ein Laser reicht nicht so weit zu uns. Ist. Ja, der hat vorhin schon sehr seine kurze Reichweite gegrenzt. Man müsste ja eigentlich meinen, der fliegt einfach so lange, wie das Licht geht, aber nein. Hey, Schmidt stand 4.
Da vorne ist noch so eine. So ein. Ja, wir können das, die Gnade da unten holen, dann zum Geldtunnel. Aber wir können auch aus dem Geldtunnel holen können, das ist einfach egal. Nee, aber hier ist noch so ein unsichtbares Vieh. Was wo? Ach, bei dir da? Nee. Ja, mach mal, ich hole mal die Gnade hier, die ist ja nur 3 Meter weiter. Ja, ich muss kurz gucken, wer die. Okay. Hier, die habe ich gefarmt. Hier diesen Streitwagen und die Monkeys da. Mit Schmiedestein drauf. Wow, das klingt nach totalen Fun. War super gut, ja. Selten so gefreut. Das Ding hat über den langen Patrouillenweg. Ah ja. Kommt's? Die Richtung. Das kommt jetzt. Okay. Und der Doggo. Oh. Step Dog, what are you doing? Verdammt, wo springt das Vieh so weit nach vorne? Ah! Oh, du bist. Tut mir das leid. Aber machst du einen wesentlich besseren Job als ich darin, nicht zu sterben. Ja, bis. Ich war jetzt zu gierig mit dem Spell. Ich dachte, ich kann den Doktor noch staggern. Tja. Umnietet, aber. Er beschlossen. Ja, gut, ich raste jetzt trotzdem mal den. Oh, he's left. Na gut, dann müssen wir sowieso mal kurz reconnecten und Dings hier. Mhm. Ah ja, du bist wieder da. Haben wir doch irgendwas gesehen. Da ich bin immer noch in der Akademie. Die Karrierrüstung, ich weiß es nicht. Ach, Andi, ich dachte, das wäre der Daniel gewesen. Tja. Ich dachte, das wäre Carsten. Siehst du mal? Ja, Andi, wie geht's dir? Okay. Er klingt irgendwie krank und das ist sein Mikrofon. Ja, nee, ich bin auch. Also, ich werde einfach nicht nie wieder gesund, glaube ich. Oh, das kenne ich. Nicht geil. Das hab ich mit dem Kopf. Und so ist immer noch ein bisschen. Warum sind denn diese. Ach, das ist zu döse. Ich würde doch hier nochmal einmal. Hallo! Ich will meinen Webmart machen, ihr komischen Arschgeigen hier. Das ist ja schrecklich mit euch. Warum sind die denn so schnell mit ihren Hammer? Hey, die droppen Schmiedestein 4. Das ist voll gut. Zwei Stück bekommen, voll geil. Ja, dann müsste ich jetzt tatsächlich mal zu EG eigentlich, bevor wir irgendwie weitermachen. Ja, lass mal kurz die Gnade noch holen, bevor wir das ganze Blödvolk hier wieder töten müssen. Das ist doch nervig sonst. Welche Gnade hast du? Wieder oben am Tunnel. Aber ich bin dumm. Wir müssen hier runter. Also doch, bei den Wegpunkt hier, den Boys hier. Die sehen so aus, als würden sie uns nicht reinlassen. Hast du eine Karte oder so? Hast du einen Bombenangriff? Ja, aber die halten nichts aus. Da mein Schwert nicht blockbar ist, ist ihr Versuch, sich darauf zu verlassen, dass sie blocken können. Vergebens. Noch ein User, jetzt geht's hier aber los. Oh, und das ist Bastian, siehst du? Wie war die Heimfahrt? So heißt. Ich habe mich die meiste Zeit über meine Firma aufgeregt und wie man eigentlich so verplant ein Unternehmen führen kann und ja. Das geht. So mit horrenden Gewinnen kann man noch mega ineffizient eine Firma führen. Heißt das, wir kommen hier nie wieder hoch, Alex? So. Wir können uns, glaube ich, rausporten, sobald wir eine Gnade gerastet haben. Das bezweifle ich irgendwie. Wäre jetzt natürlich schade, wenn wir jetzt hier diese Höhle noch machen müssten, aber... Ja, das ist natürlich eine absolute Tragödie. Dann musst du halt noch 5 Minuten warten, bis du dann dein Schwertchen flussen kannst. Ja, das ist Ich hab auch schon wieder 34.000 Seelen. Ne, ja, tatsächlich, wir müssen jetzt hier leider durchballern. Sprechen. Melina will mit dir sprechen? Ja. Hallo. Warum das denn? Warum gerade von allen Orten hier? Wie wir die nicht reden? Hast du hier die Quest resettet? Melina kniet sich hin, um mir irgendwas zu erzählen, aber dann haut sie wieder ab. Ihr sagt doch was, Mel. Ja, was gibt's denn? Okay, sie will nicht. Das hätte mich auch sehr gewundert. Aber ich wüsste doch nicht, was sie dir hier erklären soll. In diesem komischen Tunnel. Dies ist ein Tunnel. Es ist dunkel, du machst eine Fackel an. Okay, bis bald. Keine Melina. Die passt auf dich auf, weißt du, Maidenless und so. Ja. So, Stufenaufstieg, mehr Mana. Du.
So, ich höre schon wieder lustige Bergarbeiter. Sie singen wieder ihre Lieder und so. Was singen sie für Lieder? Oh, hey ho, wir sind die lustigen Zwerge von einer Bergbaukolonie oder so. Reimt sich nicht, weil es ein beschissenes Leben. Besser als der gute alte Zwergenklassiker Bier, Bier, Bier. So, warum, was ist daran besser als Bier, Bier, Bier? Na, wirklich. Okay. So ein solider Text, oder nicht? Hat mich übrigens abgeholt, als das erste Lied. Ja, jetzt sieht schon. Direkt. Sieht doch, ja. Okay. Okay, ich glaube, mein Schmiedestein-Problem hat sich dann auch erledigt hier nach. Falls ich jemals eins hatte. Was kann man denn mit gesprungenen Kristallen machen? Ja, diese Wurfscheiße bauen, die Mana kostet. Ja, nee, danke. Warte, beaufsichtigt die jetzt hier ordentlich arbeiten. Ja. Ja, beim ersten Mal, wo ich hier war mit den Deckswaffen, ist das ja so ein Elend, weil du an diesen Bergarbeitern einmal abprallst, ne? Musst du die alle backstabben. Stichwaffe, dann ist mega easy. Ja, hatte ich nicht. Ich hatte halt so ein Skittima. Und das war nicht so toll. Und eine Kristalle. Beziehungsweise, das Reduvia ist ja auch nicht so, dass die. Wo bist du jetzt lang? Ah. Ich bin anscheinend zu den Octypi gelaufen. Du weißt, wir lieben die Viecher. Ah, die Opten. Oh, gut. Ah! Jetzt werde ich gerade angeoktet. Es sind keine Scharlach-Opten. Ja, die gibt's, glaube ich, zum Glück gar nicht, ne? Hey, danke. Was gab's hier? War das der Speer? Ja. Das Kreuz Naginata. Jeder die ganze Zeit gespielt hat, ist es mit Lootung. Wie oft wurdet ihr invaded, als ihr normal Koop gespielt habt? Wenn ja, bedeutet das ist eine. Also fast immer, dann ja. Also die ersten 3 Tage, wo jeder das Spiel wirklich noch selbst spielen musste, war es okay. Danach wurde es nahezu unerträglich. Mit den scheiß Invadern. Das war so. Unser Dark Souls 3 Koop Run auf Steroiden. Ständig waren diese. War so ein Kack-Invader, hat dir das Leben zur Hölle gemacht. Und das Gebiet ist halt auch riesig, du weißt ja nicht, wo der rumchillt. Ja, also Winged City hat ja locker doppelt so lange gedauert wegen den Invadern. Ja. Da wären wir wesentlich schneller unterwegs gewesen. Ja. Ist das hier die gleiche Höhle, wo du rein teleportiert kommst, oder ist das eine andere? Nee, das ist einfach die Alexander-Höhle. Ich glaube nicht, nee, das ist der Zeliak-Tunnel, da gibt's noch diese Insekten, ja, die sich so aufblähen und dann. Ja, die können ja noch kommen. Das weiß ja nicht, wie das hier aufgebaut ist. Nee, das ist nicht die gleiche. Aber in der Höhle war ich auf jeden Fall, aber ich kann mich halt nicht so richtig mehr daran erinnern. Die Zeldia-Höhle ist unten in Aeonia, da in der Mitte. Wenn du da rausreitest, läufst du direkt in die Seuche rein, das ist super toll. Ja, wenn du rausreitest, halt eben nicht. Deswegen hatte ich da gar nicht so ein Problem mit. Hab den erstmal mit Zeldia. Ach, hier war der. Das war der Lindwurm? Ja, das ist ein Lindwurm. Ah, da gibt doch einen Drachen. Das kann man ja nicht aufmachen. Ja, kann man aufmachen, genau. Und hier gibt es nochmal einen Schmiedestein. Ja, ich komme schon. Das ist okay. Nee, doch, das ist hier voll die Falle. Ich dachte auch, ich mache nur die Tür auf und kämpfe dann gar nicht gegen das Vieh, aber nein, das ist nicht. Weil man kann das Vieh irgendwie lame, habe ich neulich gesehen. Also diese generell diese Drachen. Aber ich habe echt einfach vergessen, wie. Ich habe übrigens noch Gift. Ich weiß nicht, wie empfindlich so Würmer gegen Gift sind. Aber ich habe noch Eis für den Ratten. Hat der Scharlach? Ja, hat Scharlach. Oder Gift. Das könnte auch mein Gift sein. Also das Blitzzeug hier ist. Ja, das habe ich gerade versucht, aber der Eisblitz war jetzt irgendwie so medium. Du kannst übrigens live zugucken, an dem, wenn du willst, ne? Ja. Bitte? Stimmt, ja, das hat beim letzten Mal nie so gut funktioniert, aber. Achso, ne, Stream. Aua! Also wenn er dann nochmal zuschlägt, macht er ganz schön Schaden. Ja, wie kriegt er den Eisbrock nicht? Ich weiß auch nicht. Das ist halt ein Lindwurm, ne? Mit wie viel Procs willst du noch haben? Er ist vergiftet, hat wahrscheinlich Scharlach drauf. Ja, guck mal, er hat doch Eisbrock. Ach, stimmt, ich hab's. Jetzt braucht er damit aber auch nicht mehr anfangen.
Ja, 12.000 Schaden, ne? Bams. Hey, es gibt noch Mundschleier? Was kann der Mundschleier? Bing. Weisheit? Was ist denn das für ein Schwert? Ist das skaliert mit Weisheit und macht Bluten? Wer hat sich das denn ausgedacht? Ich weiß nicht, dass ich das gesamte Spiel benutzt habe. Hier gibt's das bei dem Boy. Meister war ganz schön aus Celia. Legt mir die Klinge sogar in der Scheide, was ihren Namen Mondschleier macht. Hä? Flüchtiges Mondlicht. Ich steck die Waffe weg und halt sie in Kosten. Okay. Meine Güte. Was denn? Guka hat ein Endring tierisches Problem mit anderen Spielen, diese Quest zu erwähnen, als Befehl auf Kosten. Achso, ja, das ist maximal verwirrend. Ja, das solltest du nicht tun. Aber ich glaube, der Spielsound hat dir eh nicht viel zu bieten. So. Gut. Dann können wir jetzt zu Ichi. Oder von mir zur Tafel der Gnade. Das ist deine Wahl. Warum bin ich jetzt nicht zurückgeportet mit dem Wir gehen nach draußen Ding? Bist du nicht? Nee, ich bin jetzt unten in der Ding, sonst geht auch nicht. Ja, aber kannst du ganz normal dich rausporten? Also geht das? Hast du die Gnade aktiviert gegenüber? Ich muss dich da noch lassen oder so. Stunde? Also ich habe die Gnade im Tunnel aktiviert, ja, aber. Jetzt kommt man hier raus. Aber jetzt war der Alexander aber wieder nicht hier. Hm. Ich muss kurz. Ich weiß nicht, wo er gerade ist. Eben vor die Hood laufen, so. Okay, Road oder Manor? Ja, yeah, Manor. Ja, auch immer. Wir wissen noch, dass es Manor Lords heißt. Ja, ja, fair. Offensichtlich. So, Ichi. Der geht auch nie weg, oder? Der ist immer hier. Ja, außer wenn der Rani-Quest zu Ende ist, dann. Nee, der ist immer noch da. Nee, der ist tot. Nee, nein, der doch. Oder? Dein Amboss steht dann da rum. Ich habe einen großen Gegner zu Fall gebracht. Oh, Junge. Wie habe ich das gemacht? Und ein Gegner. So, ich habe jetzt ein heiliges Schlangengott-Krummschwert 14. Ist das nicht was? Bei mir ist er nicht da. Also ich versichere dir, ich habe gerade mit ihm geredet. So, ist er jetzt da? Ist er nicht da, guck mal hier. Jetzt? Ich habe einen Gegner zu Fall gebracht. Einen großen Gegner auch. Ich habe 12.000 Seelen gerade gekriegt. Nee? Also bei mir liest er gerade in seinem Buch und schmökert. Liest wahrscheinlich gerade die neuesten Fantasy-Dinger. Also Leonia scheint gut verbuggt zu sein hier in dem Mod. Ja, wir sollten hier nicht mehr herkommen. Scheint ja nicht mehr gut, nicht so gut zu sein. Das Teleport ist doch sehr geil, dass das, wenn du nur noch nicht fertig geladen hast, dann sehe ich dich halt da, wo du vorher als letztes standst. Normalerweise kein Problem, aber wenn wir halt so 3 Meter bist, jetzt da. Ich hab wieder einen großen Gegner so freigebracht, also irgendwie. Okay, lass mal. Dann gehen wir halt zur Tafel der Gnade, wenn es dann sein muss. Ist ja interessant, was hier passiert. Warum ist denn Ichi nicht da? Der ist ja eh nicht immer da. Außer wenn du halt die Rani-Quest fertig hast, aber so weit sind wir ja noch nicht. Warte mal, mein Monsieur von. Die ist weg und Haus Hasloff Boy ist wieder da, weißt du? Och, das ist die Quest hat sich. Die Quest ist jetzt auch komplett durch, zum Glück ist die nicht spannend. Also er hier ist, Ola Haus Hasloff Boy ist jetzt wieder auf Lanya. Okay, bei mir ist einfach kein NPC da, der Schmied ist auch nicht da, ich geh mal raus, ich hab's. Ja, okay, das. Ist irgendwie sehr. Ja, das scheint sich hier gerade komplett resettet zu haben, ne? Weil bei mir ist es jetzt auch wieder so, wie wenn du das erste Mal hier bist. Ja, dann, ja, das ist bei mir immer so, wenn ich bei dir in die Tafel gehe, dann reiß nochmal hier hin. Bei mir war halt gerade der, wie heißt der denn überhaupt? Der vom. Ah, jetzt ist wieder alles nochmal. Genau, jetzt ist Gorwin nämlich weg, die ist wieder da. Ja, okay, das Tafel der Gnade kannst du, glaube ich, nicht gemeinsam betreten. Das läuft einfach nicht. Also bei mir ist auch Iggy da, der steht da rum und sagt. Ja. Ah, er sagt mir sogar Sachen über Blade, über Nokron. Achso, über Nokron? Mir hat er nur den Ratschlag mit dem Dings gegeben, mit dem Anwesen, was ein bisschen wertlos war, weil ich war schon drin. So, also, lustige Geistbeschwörung ist wieder da. Ohne ihre Kappe, die sie leider nie gedroppt hat. Leider fanden wir nie ein. Er sagt, er weiß jetzt nicht, wie es weitergehen soll. Er muss das Radan killen, ist ja klar. Ist ja klar. Klar ist das nicht. Wir bräuchten noch Spielsterne 5, bräuchte noch so ein paar. 100. Ja, ich auch. Oh. Hey, wo ist dieses St. Trinas Schwert? Dann plus ich das blöde Teil jetzt mal und spiele mal was denn damit. Wo ist das? Wahrscheinlich in deinem Inventar, nehme ich an. Ich lasse mich derweil mal von 4 halten. Das kann ja nicht schief gehen, oder?
Wenn du diesen Debuff da haben willst, dann gönn dir. Kann ich doch den Segen des Firmaments bloppen, dann läuft das wieder. Segen des Firmaments, sehr schön. Ich werde mal kurz diese illegal erworbenen Seelen hier opfern müssen. Ich kann jetzt mit ihr reden, sie erzählt mir gerade, dass sie irgendwelche Fürsten ein neues Leben getragen hat. Ah, cool. Dann muss ich das wohl auch machen. Kurz, weil diesen Quest würde ich tatsächlich sehr gerne machen. Weil der ist nämlich cool. Ja. Sie erzählt mir gerade von einem schwarzen Messer. Ah, okay, das ist dieser Quest mit dem, wie heißt er? Rogier. Ja, genau, sagt gerade hier Rogier. Rogier kam die Tränen, als er darüber gesprochen hat. Ich glaube, wenn du den Dialog wieder gemacht hast, dann stirbt der Rogier auch und wird da. Ja, der stirbt so oder so am Ende. Der hat doch schon die Fäule an sich dran. Aber dann ist er direkt. Wurstet. Komplett. Ich habe eine simple Karte gefunden. So. Gut. Dann haben wir die Quest auch mal vorangebracht. Aber die Karte vom Messerabdruck, den hast du doch schon. Ja, lange, das oder? Ist jetzt. Das, ja, das ist, den haben wir schon vor 1000 Jahren geholt, aber. Ja, aber also, du kriegst den erst hier, oder wie, diesen Hinweis? Das heißt, du kannst es theoretisch, wenn du nicht einfach erkundest, einfach gar nicht wissen, oder wie? Nee, hatte ich nicht irgendwie an der Roger, hatte ich doch auch losgeschickt, oder? Ich weiß nicht, wer ihn geschickt hat dafür. Halt Kurs aus der das Segen des Firmaments. Ist das dieses Firmament-Ding nicht genau das, was überall in der Lane da als in Form von diesen Dingern klebt? So, wie geht's denn Roger hier, der in seinem Sterbebett spricht? Always good to see you, son. What? Rogiers Forscher? Okay, gut. Na gut, dann gut, dann ist Roger jetzt wahrscheinlich död, aber ist mir auch richtig illegal. Weil ich meine, Wayne interessiert's. Hat sie noch mehr? Ach, die zu sagen, die vier? Weiß ich nicht, ich hatte noch einen Dialog aufs aber ich weiß nicht, ob das die erste war. Mal kurz gucken. Ach, wir haben noch. Immer noch gar keine Heldenausrüstung. Was gibt's denn hier noch? Ach, Renalas Vollmond. Ja, danke dafür. Ich lasse mich auch nochmal umarmen hier von ihr. Ich kann ja nochmal zur Tafel der Gnade reisen. Dann dürfte Roger ja es hinter sich haben. Ah, den Dolch kann man jemand geben. Ja, die lacht dich. Okay, Roger möchte noch nicht sterben. Okay. Ich glaube, ich habe den Ding, ich habe den Dolch die gegeben. Das könnte auch ein anderer Dolch gewesen sein. Das war alles verwirrend. Ich glaube, man gibt den die und findet dann die Rüstung von seinem Bruder irgendwie. Nee, er stirbt doch. Du kannst die Rüstung seinem dem anderen die unten in Nokron geben und dann ist er wieder da oder irgendwie so. So ja oder nee, irgendwas findet man vor Noxtella. Noxtella nicht Nokron? Ja, oder eins von den beiden Nock-Dingern. Ich hab den. Hab ich ihm den gegeben? Jetzt habe ich von ihr noch einen Opferzweig gekriegt, weil ich über Roger gesprochen habe. Roger ist bei mir nur am Winseln und sagt, macht's nicht mehr lang. So, jetzt habe ich hier einen. Ja, den habe ich auch gerade bekommen, den Dolch da. Ja. Guck, ob Roger noch lebt oder ob es schon abgenippelt ist. Nee. Immer noch nicht. Segen des Firmaments wieder. Richtig Disrespekt, das steht direkt vor ihr. Erste Tat ist da, sofort Segen des Firmaments wieder benutzen. Bevor ich hier noch Ideen komme. Ich hab's gegeben, damit du in den letzten Tag, okay? Ja, aber sie saugt dir das Leben aus, wenn du den Segen des Firmaments nimmst, dann ja nicht mehr. Ach, keine Ahnung. So, geht's jetzt Regie noch gut? Okay, gut. Also Regie geht's noch klasse. So, die. Ah ja. Bei mir geht's Roger nicht klasse, der sagt nicht mehr, der ist kurz vorm Exodus. Achso, er nimmt den Dolch gar nicht an, ne? Ah. Olle die. Er sagt den. Vier hat jetzt hier den guten die getötet, der hat die Todespest und liegt da in dem Raum rum. Das ist mir letztes Mal nicht passiert. Dann bekommt dies Klangperl und dies Set bekommt man jetzt hier. Und dann sagt vier. Ja, das hatte ich letztes Mal nämlich so nicht getrieben.
Ach so, doch, klar, soweit hatte ich das jetzt mal auch, nur viel, viel später. Genau, und dann sagte, dass sie los möchte, ne? Dass sie... Bruder muss los. Ja, ach ja, stimmt, genau so hatte ich das auch. Ja, zu links, immer eine coole Rüstung gibt's dafür. Finally. Kann man die Klangperle noch abgeben bei den beiden. Die bieten Frauen, sonst ist der... Segel des Firmaments-Krams ist jetzt weg. Das heißt, der Raum ist einfach leer, bis auf den Spiegel. Okay. Stört nicht den Tod von Gott, wenn die noch haben, denn? Wer war denn jetzt Godwin? Der Bruder von Kevin. Ja, das Problem ist, die heißen ja alle irgendwie Gott irgendwas. Godfrey, Godwin anscheinend Godfrey. Und Godric. Auch Gott. Also, und wahrscheinlich gibt's den auch noch irgendwo in der Ecke. Es gibt nur noch Godofrey. Hans Gott, Jürgen. Das ist halt irgendwie, wissen nicht, das ist... Fürchte Gott! Das ist ganz schrecklich, also kommst hier du durcheinander mit diesen Typen. So, hier, die ist Klangperle. Was hat denn die überhaupt im Angebot gehabt? Nichts, was mir wichtig war, oder? Ach ja, hier, Litaneien des wahren Todes und klingende Ordnung. Ja, okay. Vorhin der Priesterboy wieder weg. Das ist doch ein random Shit hier alles. Ja, das ist, glaube ich, bei dir noch ein bisschen borken als bei mir. Also bei mir ist es jetzt, glaube ich, alles korrekt. Jetzt, am meisten so wie es sein soll. Die Gurangs-Bells nicht bekommen. Die sind alle kacke. Okay. Alles nicht so. Da war keiner gut vor bis jetzt. Macht mich trotzdem sauer. So, anyway, weiter in Kälet. Ja, dann teleportiere ich mich mal direkt zu der Burg und mache den wieder auf. Das ist die Südhochstraße von Kälet, oder? War das der Ort, wo wir letztes waren? Ja, Südhochstraße ist der unter dieser Festung, dann können wir da in die Festung machen. Gottschimmel, der Verfaulte, den darfst du nicht vergessen. Ja, ja, Gottschimmel, genau. Ganz recht. Gottschimmel, der Verfaulte. Ja, der gute Gottschimmel. Wer kennt ihn nicht? So, ist es bei mir wieder... Ne, du bist so gegangen, ne? Also müsstest du eigentlich einfach wieder connecten können. Gut. Dann kann ich ja dabei ein bisschen in mein Inventar gucken, ob das D-Set mir nicht wohlfein stehen würde. Das dauert ja, glaube ich, eine Weile, bis ich das... Kann man das gar nicht anlegen? Nee. Die Rüstung von D? Doch. Und überaus mächtige Hut. Komm. Zwillingsstulpen. Godric. Die sind auch so alle von sehr unterschiedlichem Gewicht. Ich kann nicht connecten, ich starte mal neu. Oh, na gut. Hier ist noch Blauschimmel, den Fürst der Käseburg. So. Ja. Ne, hier waren wir gar nicht. Kommando zurück. Ja, sag ich doch, das. Ja, genau, wir waren nämlich ganz woanders. Hier ist, ja, natürlich bist du. Hier ist die ehemals Ezekiel, hier, wie heißt er? Ezekiel? Nee, so ist er auch nicht. Nein, der Drache da, Ekzüke. Genau. Du hast seine Seele bei dir. Also ich weiß, ich habe von dem Typen noch nie was gehört. Aber du solltest eigentlich wissen, wen du getötet hast, oder? Ja, Ekzykes, den Verfalldrachen. Ja, diese Rüstung könnte ja eigentlich ganz gut sein, wenn irgendwie nicht vorne so ein komischer Kopf rausgucken würde. Irgendwas ist ja immer. Ich meine, sie hat immer ein schönes... Das Ding ist, es gibt so drei Rüstungen mit einem nicht komplett zerfallenes Cape. Das ist irgendwie schwierig. Ich habe neulich ein Spiel namens Greedfall gespielt, da gibt es einen extra Cape-Slot. Und ich finde, das bräuchten viel mehr Spiele. Ich verlange einen Cape-Slot. Bei mir lädt es gerade nicht. Und nicht? Oh, das ist natürlich eine Tragödie. Ich sehe jetzt nochmal Verbindungsprobleme haben. Ich bin da, aber du bist nicht da. Bin ich rausgegangen? Nee, wahrscheinlich hat sich dann wieder disconnected, oder? Weil ich klopfe hier gerade welche Ritter aus Langeweile. Die sich als veritable Feuerspucker verstehen. Ja, dann starte ich am besten nochmal das Spiel neu, oder? Ja, ich mach auch mal einmal das Spiel beenden. Ja. Ich glaub. Ah, du bist ja da. Hallo. Hast du die alle schon gekillt? Ja, ich habe Dinge getan. Willst du resetten und sie nochmal töten? Ich muss wieder was ausprobieren. Lebt er? Ach, komm, lebt er. Der Speer ist tot! Am. Ja, ist ganz gut. Also für das Setup hätte ich jetzt eigentlich irgendwie eine Explosion erwartet. Siehst du, wie diese lustige Kanonen-Spell? Der ist besser. Diese Trottel. Schmiedestein 4, Schmiedestein 3. Oh, hier ist ich so. Brauche jetzt 5er. Die haben übrigens auch Schwerte der Getreuen. Achtung, links. Und Monkey. Links. Und extra Seelen-Monkey. Gibt ja 1000.
Ja, also mit, hast du auch das Amulett drin? Ja. Er hat auch eine Radar-Soldaten-Dingsi gedroppt. Ach, das Soldaten-Dingsi, ja, das. Ja, ja, Helm war meine Worte. Den Schaden. Zeitreisenden Enten. Diese Zeitreisenden Enten, die sind schrecklich. Quack. Verdammte Zeitreisenden Enten. Ja, das ist, so, ich würde jetzt mal links gehen. Ah, das ist irgendein... Links? Rechts, ich hab... nach rechts geguckt, deswegen, aber der Gang ist eigentlich rechts gesehen, aber war links von meinem aktuellen Blickwinkel ist eigentlich gekommen. Der kennt ihr nicht, den guten alten Blinkwinkel. Das ist so ein Bogenschütze, der auf dich schießt. Ja, das sah irgendwie aus wie Gravitationsmagie, aber ich könnte mich täuschen. Also wie fühlt es sich fast so an, als wären wir ein bisschen überlevelt für dieses Gebiet, so wie diese Typen gerade komplett einen überhilft. Das ist halt die normalen, also diese normalen Ritter sind jetzt eigentlich noch nie so besonders schwer gewesen. Ja, mich. Der Bogenschütze hat mich erwischt. Achso, ich wollte gerade fragen, bist du gerade gestorben? Aber die Antwort ist ja. Ja, der Bogenschütze hat so einen aufgeladenen Pfeil da auf mich gemacht und das war nicht gut. Ich müsste aber resetten, weil das glaube ich die schlimme Rot Essence, Decay, Despair, wie auch immer. Ja, die sind alle nervig, das ist das durch. Von dieser Rot Essence ist glaube ich keines gut. Ja, so ist auch gedacht, aber. Was gibt die denn? Das Attack, ja, das ist schon gut. Kann ich raus? Warte, Moment, ich muss hier noch kurz sterben. So, jetzt kannst du deiner Gnade walten. Gottfrei, der Panierte. Oh, wo kommen denn diese Gottfrei-Flachwitze her? Ja, das ist ja schrecklich. Hast du heute gegessen? Gottfrei, der Panierte. Alter, wie viel. Was? Was ist ein Grafikbug? Ja, ich sehe gerade diesen Blitzdings hier über die komplette Map fliegen, also wirklich bis zum Horizont. Ich finde es übrigens voll nicht gut, dass diese Gottfrey-Soldaten, also diese Getreuen hier, dass die so gut im Feuerspeien sind. Das ist absolut nicht okay. Ja, ja, erstes Ritual. Ich muss meine Seelen eben holen, sonst muss ich rechts hoch einmal. Ja, irgendwie gibt es hier alle Schmetterlinge der Welt. Also ich habe wirklich alle. Aha. Ich möchte ihn schon ein bisschen bedauern, den armen Mann, oder? Das ist seine Dudes haben ihn halt nicht mal irgendwie einen Messer oder so gegeben. Nein, er muss mit seiner Fackel, die er wahrscheinlich nur zum Licht machen mit sich rumträgt, die Leute hauen. Was ist das für ein fancy Leuchte denn da hinten? Das ist der Mond, Alexander. Ja, bei mir nicht. Bei mir sieht es aus, als würde so ein Laserstrahl aus dem Boden kommen. Also entweder das ist ein... Ja, das ist das Meer, was den Mond reflektiert. Ich weiß ja nicht, wo der Mond hier eigentlich gerade sein soll, weil ich sehe ihn auch nicht, aber... Wenn du das sehen würdest, würdest du nicht darauf kommen, dass das der Mond sein soll, weil das sieht, ist weder eine Sichel noch ein Kreis noch irgendwas, was auch nur remotely aussieht wie ein Mond. Also es ist auf jeden Fall kein Mond, sondern random shit. Gott leuchte erleuchtende. Das stimmt eigentlich. Ja, das macht irgendwie... Wenn die Leute, wenn die Trash-Mobs nicht von einem Schuss tot sind, ist das immer wieder sehr enttäuschend. Langweilig, ja. Ich würde sagen, wir rushen kurz den Boy da oben, oder? Ja, du musst noch einen höher, wenn du ihn rushen möchtest. Ich hau derweil mal dieses. Achso. Dieses Dumbo-Volk. Ach guck mal, was für mächtige Dinge hier getan. Ich habe Estus restored. Das ist nicht toll. So, bist du schon mal. Also hinter dir kommen übrigens noch andere Dumbos hinterher. Sie tragen Fackeln. Und hier ist einer mit einer Tröte. Der hat ein bisschen Messer gekriegt. Aber er macht mit dem Messer auch absolut kein... Was ist denn mit eurer Fackel? Wo haben die denn... Ach, der lebt ja noch, der Bogenschütze. Ich dachte, wir hätten uns das... Die Dumbos kamen dazu und haben uns da geärgert. Ich war erfolgreich. Ja gut. Wir schreiben auf die erste an, es ist... Ja, mich auch. Ich denke mal, es war ein Gruppenchat. Oder es hat jemand mal wieder im guten alten Serverchat geschrieben, der zu viele Rechte hat. Das war der komm mal mit. Was ist denn jetzt schon wieder vor? Der ist another. Another. Hab ich jetzt eigentlich gerastet oder war ich verplant? Nee, hab ich. Du hast gerastet, weil du hast das Zeug gesehen. Ja, stimmt.
Achso, das war ja der schlaue Hintereingang hier. Oder? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob man da hochkommt, aber. Ah, nee. Das ist ja eigentlich erst kein Problem. Ja, also ich backstab den vorderen. Ja, ich lade schon mal den Bogen auf. Oh, Mann. Nein, ich kann nur auf die Links schießen. Krieg den nicht ins Target. Okay, der hat gesessen, das ist gut. Ich versuche mal derweil hier irgendwie einmal rumzurennen, das ist ja. Okay, Flammen. Feuer ist auf jeden Fall nicht. Also zumindest der eine Wagen hat gerade den anderen abgefackelt, das ist ja schon mal ganz beruhigend hier eigentlich. Nein, auch wenn rumzufahren. Ach verdammt, das ist zu früh. Ey, Schmiedestand. Flamme gibt mir Kraft. Ach stimmt, wir haben ja vorhin. Oh nein. Wir haben ja vorhin noch so einen anderen Flammenzauberspruch gefunden, oder? Ja, haben wir mal angeguckt. Oh, stimmt, ja. Wetterlänge. Ah, amazing. Okay, nee. Ach, fuck. 5 Stück pro Dings. Schöne Aussicht, oder? Was haben wir hier noch? Schwede, schnell. Aber hey, es gab immer einen Zauberspruch für das ganze Ding hier, ne? Das ist ja. Ja, aber wir hätten auch von. Am Ende noch. Ja, aber dann wären wir bestimmt geschwächt gewesen und hätten das nicht so toll gefunden. Copy Link. So, jetzt habe ich es hier. Genau was? Uff. So, hier gab es noch einen Löwen, wenn ich mich recht entsinne, oder? Bis später. Bis später. Oder Möwen. Na, das macht ja der Humor. Jetzt habe ich wieder nicht Humor genannt. Ach, Menno. Kurzspeer. So, was ist hier noch? Okay, hier geht's runter. Okay, dann wusste ich das falsch. Ach, Alexander. So, noch zu werden. So jung. Jetzt schon das Gedächtnis. Es ist immer gut, dass diese Viecher absolut keinerlei Fernkampfattacken haben. Und sie das mit Fug und Recht ignorieren kann. Dein Schild rettet dich nicht, mein Freund. Recht, das Recht auf Ignorieren. Wahrgenommen. Diese Löwen. Ja. Bogenschützen! Stimmt, letzte, wo ich hier war, hatte ich ja nichts, was irgendwie. Okay, das wollte ich zwar nicht zaubern, aber na, dann haben wir jetzt halt ein Reck. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass man bei diesen Zaubersprüchen immer einen Schritt nach vorne macht. Das bringt dich manchmal in Teufelsküche. Nein, Maler. Wir könnten uns noch. Der bringt sogar extra Seelen, sehe ich gerade. Wir stehen eigentlich recht weit oben. Reicht das? Nein, leider nicht. Zu spät. Oh! Es gibt sogar eine Kriegsmasche dafür. Man kann die Zauberspruch abbrechen. Nur diese spielt jetzt eigentlich auf der aktuellen Version? Ne, wir spielen immer noch auf 1.07, weil die aktuelle Version, da der Mod hat zwar irgendwie ein Update gekriegt, aber das irgendwie ist angeblich immer noch instabil. Was war hier? Heißt Sir Jaren. Der Kastellan. Ja, sonst. Erbe der Sternengeist, was bringt das denn? Brauchst du Hilfe? Der mag mich nicht, glaube ich. Ja, jetzt mag er mich nicht, das ist doch viel besser, oder? Amazing, ja. Hat er eigentlich einen Heal-Buff drauf, oder was hat der da? Ich glaube, dieses Flamme gibt mir Kraftdecken gemacht. Ich glaube, das ist einfach so ein Angriffsbuff. Ich bin aber unbedingt der Meinung, er müsste das machen, denn. Was gibt's hier gratis? Ich glaube, hier oben gab es nur den Teleporter, oder? Ich glaube ja. Dann ist ja gut, dass ich jetzt den ganzen weiten Weg hier hochkrabbel, um dann wieder runterzuspringen, weil ich ja eigentlich gar nicht zur festen Rotmine möchte. Weil wir können die schon machen, wir können da schon hingehen und das Feuer holen. Weil ja, dann müssen wir mal kurz rüberspringen, also das funktioniert. Die Teleporter waren immer okay, oder? Wo zwei Personen mit interagieren können? Solange wir sie gleichzeitig benutzen. Achso, jetzt sind wir draußen. War hier überhaupt ein Feuer?
Ne, wir müssten jetzt bis zum Tor kommen, ne? War doch direkt ein Feuer. Nee. Ich glaube, es war erst drin im Burg Innenhof. So, wir müssen halt einfach zurück. Wir sind gar keine Typen. Wir müssen einfach hier zurück. Also, ich habe dunkle Erinnerungen an dieser Brücke, dass ich von irgendwelchen Katapulten beschossen wurde. Und wo ich das erste Mal hier war, war ich auch recht lowig und war dann auch tot. Also idealerweise könnten wir jetzt quasi das Weg, den Wegpunkt holen, nicht hinsetzen und wieder zurück teleportieren beim Innenhof. Okay, ich glaube, da lag noch nichts mehr, da war ja nur der Löwe. So. Ja, was ist das, was hier? Noch was lag. Ich kann nochmal kurz hingucken, oder? Aber wenn wir jetzt teleportieren, dann ist. Ich bringe jetzt den Teleporter wieder zurück zu der Festung Linksbums? Nee, oder? Stimmt, oder? Mal gucken. Hier ist noch einer. Ich weiß nicht, was der macht. Der bringt dich nur über die Brücke. Der bringt dich, glaube ich, drin in den Innenhof. Ah. Was ist denn jetzt hier mit den Katapulten? Also, hä? Wie die aus sind, vielleicht. Haben die heute frei oder so? Ja, sieht so aus, ne? Also, ich hab diese Brücke irgendwie in schlechter Erinnerung. So, dann, wo führt denn das hin? Moment, warte mal kurz. Das ist jetzt ein bisschen spät. Du dachtest? Ich dachte auch, hier ist irgendein Drache oder so, weil ich halt die ganzen verbrannten Sachen und so gesehen habe. Nee, der Teleporter bringt dich rein in Festung Rotmähne. Naja, du hast es auch gerade gemerkt. Naja gut, so viel dazu.